Hey meine Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Warte mal, ich habe noch schnell hier das Spalier hingelegt und die Steine da reingesetzt. Und ich finde, das sieht richtig gut aus. Also da haben wir uns echt Mühe gegeben. Jetzt kann man das noch ein bisschen dekorieren, weiß ich nicht, keine Ahnung, da irgendwie einen Bogen hinsetzen oder... Wir haben nicht mehr genug Geld, aber ich wollte eh einen Recurve-Bogen anstelle der Holzambrosies bescheiden. Könnte man da noch ein bisschen dekorieren, keine Ahnung. Ach, ihr wisst, was ich meine. Heck da! Aber schön, gefällt mir gut. So. Dadurch, dass wir das ja jetzt hier schön dekoriert haben. Voll der schöne Hinterhof. Die brauchen nur Holzstämme. Tja. Wenn man noch hier Ende machen. Und dann könnte man davor noch so ein Stück Zaun machen. Lassen wir das jetzt erstmal so. Neues Bauprojekt. Es wird Zeit für ein neues Bauprojekt. Wir brauchen mehr Häuser. Wir haben ja hier auch die Stadtvilla irgendwo gehabt. Da können wir auch mal später den entzückenden Gartenzaun machen. Ne, der hieß nicht so, ne? Wie hieß der denn? Ein Schmuckgartenzaun. Jetzt werden wir noch ein bisschen warten, sehe ich gerade. Aber dann wird es Zeit, dass wir mal in eine neue kleine Epoche gehen. Wir haben Herbst. Wir können endlich die rote Beete rausbauen. Sieht gut aus. Der Herbst macht was mit dem Ding hier. So, hier kommt das nächste Haus. Hier kommt das nächste Haus. Und zwar auch wieder ein großes. Das Ganze hier mal ein bisschen Fülle. Vielleicht ein bisschen weiter rechts. Das gut? Das wäre echt eine Idee. Wir machen ja mit zwei Holzfällern jetzt auch ein bisschen Holz. Das machen wir so. Und dann machen wir daraus wieder so einen Hinterhof. Müssen wir nur so gucken, dass wir hier drüber kommen. Obwohl, das kann man einfach wieder mit einem Spalier verdecken.
Guck, dann sieht das keiner. Lieber den Spalier. So, dann machen wir jetzt die Hütte unseres Lebens hin. Ja gut, so gut wird die auch nicht, aber die wird verdammt gut. So, was brauchen wir dafür? Ich werde diese Hütte, denke ich, viel aus Holz machen. Nein, Quatsch, ey. Wir haben Steine bis zum Abwinken. Natürlich machen wir die auf Stein. Wir haben 400 Steine. Also Steine habe ich gesammelt und gesammelt und gesammelt. Aber das Gute ist, dann macht es auch Sinn, dass wir hier so einen Weg haben. So. Also. Stein. Fenster auf Stein. Ich könnte die Tür nach da hinten machen. Ich könnte die Tür nach da hinten machen. Boah, das ist jetzt die Überlegung. Dann mache ich die Tür hier vorne und dann machen wir hier den schmucken Zaun hin. Die Frage ist, wo machen wir das Tor hin? Hier kommt ja ein Weg. Ah. Der geht zu tief in das andere Grundstück. So habe ich gedacht. Da kommen dann Wäscheleien und so weiter hin. Könnte man theoretisch auch die Tür hier lassen. Hier so eine kleine Hinterhofkammer. Aber dafür brauchen wir erstmal ein Tor. Vielleicht mache ich das Tor hier hin. So, dann haben wir das. Sieht das gut aus? Geht dann direkt schön über. Und hier haben wir mehr als genug Platz, um dann den Marktplatz darauf zu platzieren. Das wird dann der Marktplatz. Ich kann sogar überlegen, ob man hier schon mal in Vorbereitung für den Platz so einen Zaun macht. An der Stelle. Dann würde der Zaun so aussehen. Was würdet ihr denn davon halten?
Schreibt's gerne mal in die Kommentare, dann würden wir nämlich hier so den Sound machen. Den da durchziehen. Reißen wir auch den alten ab. Weil, wenn der Marktplatz kommt, weiß ich noch nicht, welchen Zaun ich mache. Ich hab gedacht, vielleicht so grob hier hinten diesen Holzzaun. Und vorne machen wir dann Eisenzaun oder diesen Gartenzaun. Machen wir erstmal den hier. Eigentlich brauchen wir das Stück dann hier gar nicht. Wo das schöner aussieht. Huch! warte, pass auf. Mach hier wirklich den anderen Zaun hin, aber anders. Dann ist das auch schon passend vorbereitet für später. Dann können wir den eigentlich hier auch. Okay, also genug Sound vorbereitet. Ja, komm, eine Wand hin. Und hier kommt die Tür. Das ist der Spalier. Hier kommt die Tür. Autosave. Gucken wir mal. Ah, neues Level in Produktion. Es wird gut aussehen. Gehen wir mal hier lang. Geht schneller. Ich überlege echt, wenn wir den Holzzaun wegmachen, können wir dann noch eine Tür machen, aber... 3 mal 12 sind 36. Und ein bisschen Holzstämme. Dann kommt als nächstes Stein. Und schon haben wir dann gleich das nächste Haus fertig. Schnell das Dorf wächst. Vielleicht reiße ich auch das Tor ab. Oder wir machen das Tor hier hin. Passt auch viel besser rein. Auch hier mit den Holzhorn und so.
1, 2 und die Dacharbeiten sind fertig. Ein Holzstamm und ein bisschen Stein. Ein Holzstamm und ein bisschen Stein. Ah, meine Lieblingsmusik ist zurück. So, Haus fertig. Und jetzt noch mal den hier hin. Dann haben wir hier noch mal dasselbe. Perfekt. Welche Blume setzen wir ein, hä? Vielleicht müssen wir auch noch ein bisschen sägen gehen. Ja, wir müssen sägen gehen. Aber erst welche Blume? Wir können da alles voll machen mit Distel. Oh, Löwenzahn. Haben wir noch gar nicht eingesetzt. Achso, ja, Holz. Alter Holz. Nicht so. Rufen wir gleich Hoshi, dann kann er uns entgegenkommen. Sehr gut. Theoretisch ist da sogar noch Platz für ein Spalier. Deswegen habe ich den ein bisschen nach vorne gesetzt. So, sägen wir mal eben. Wir waren schon lange nicht mehr hier in der Jagdhütte, ne? Ich finde aber, die ist echt gut gelungen. Ein bisschen können wir noch die... Ach ja, da wollten wir auch alles mit Blumen machen. Aber ich finde, der Sägebereich, der ist uns am besten gelungen. Geh mal weg. Das ist eine Arbeit. So. Da gehen die wieder frisch auf die Jagd. Wir haben noch keine Kräuterhütte. Aber wofür auch? Heute ist nicht so lukrativ. Ich würde da eh keinen zum Arbeiten aktuell hinsetzen. Oh, hier muss ich echt aufpassen. Einen scharfen Winkel zu erreichen. Shh.
Schick, 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 schick. Es hat was. So, und da kommen dann wieder hier Kisten und sowas. Kisten, Truhen, bla, blub. So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Noch ein paar Bretter. Ich nehme mal alle mit. Und noch Baumstämme. Nehme ich auch mal alle mit. Stimmt, da kommen wir nicht mehr lang. Fast fertig. Noch ein paar Bretter. Ein paar Baumstämme. Ihr Bretter. Und zwei Baumstämme. Bretter, komm schon. Nein! Ja, die machen wir jetzt noch zu Ende. Wenn es das letzte ist, was ich mache. Das sieht so schön aus. Hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Komm mal her, Oshi. Alter, Schwäche gestorben. So, Dalle. Dann können wir nächste Folge das Ganze dann ein bisschen dekorieren. Der Rohbau ist dann schon mal fertig. Ach ja, komm. Wir werden so viel Bretter brauchen. Wir wollen ja noch Bänke und so weiter da hinsetzen und alles. Direkt so vor den Blumen. Ja, langsam nimmt das aber Gestalt an, das Dorf. Es wird immer voller und voller und voller. Nice. Na gut, da fehlt jetzt ein bisschen was, aber wir haben ja kein Holz. Holz, was will ich mit vier Holz? Nee, ist schon okay so. Aber das mit dem versetzten Gatter gefällt mir besser. Hier könnte man sich noch was überlegen. Weil wichtig ist erstmal, dass das hier fertig ist. So, hier kommt später dieser Zaun. Wobei ich am Überlegen bin, ob wir hier eine doppelte Straße hinsetzen. Bevor wir den Zaun hier entlassen. Dann ist ein bisschen breiter und die Leute können besser laufen. Quasi die Hauptstraße. Sieht doch schon dann viel besser aus. Das ist die Hauptstraße, müssen wir auch hier weitermachen.
So, das wird passen. Das sollte passen. Bisschen weiter nach vorne. Ja, so. Und dann kommt ja da das Eisengitter drum. Die am besten gesicherte Festung hier. Schick mit den Hühnern. Da kommt noch der Gänsestall nächste Folge hin. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Toshi und ciao.